This is how the de la Perrière family goes shopping. By buying this way, they generate very little waste. The family used to throw out 2 large bags of rubbish a week. That's gone down to 1 small bag a month. Wenn wir im Kühlschrank gucken und dann eine Alternative zu einer verpackten Ware, die wir dann so unverpackt oder mit einer wiederverwendbaren Verpackung dann haben können, das ist immer dieser kleine Sieg, ist bereichend und gibt Lust auf mehr. Marie owns the Unpacked Shop in Kiel, the first of its kind in Germany. She gives lectures, advises companies and individuals. She wants to make Kiel a zero-waste city. She presented her vision to the city council in 2018 and she was successful. In September letztes Jahr wurde dann so eine Ratsversammlung als einstimmiger Beschluss, dann ja, Kiel möchte sich auf den Weg machen. Das war für uns so, wow, super, also ein bisschen gerade so, genial. Der Zero Waste Verein ist natürlich schon sehr aktiv, auch in dem Bereich, was Städte tun können, um sich dem Thema Zero Waste anzunehmen und Abfall wirklich auf vielerlei Ebenen zu vermeiden. Denn uns geht es ja auch wirklich darum, dass wir nicht als Stadt ein Konzept vorgeben, dass wir einmal auf alle Akteure so überstülpen wollen, sondern wir wollen dieses Zero-Waste-Konzept mit allen Akteuren und Stakeholdern der Stadt gemeinsam entwickeln. Since Kiel announced that it wanted to become a zero-waste city, activists have come here from all over Europe. From Portugal to Belarus, groups are campaigning for a life without waste, all under the umbrella of Zero Waste Europe. But what does it mean to be a zero-waste city? Ein Staat, der sich auf den Weg zu Zero Waste City macht, ist ein Staat, der sich bereit erklärt, sein Müllaufkommen zu reduzieren, indem sie durch Workshop in verschiedene Schritte analysiert, was haben wir an Müll, was können wir reduzieren, wie können wir das reduzieren. To become a Zero Waste City, the first step is to set goals. In Kiel, they'll plan their strategy in a series of workshops. Wir haben die Stadt motiviert, in die Richtung zu gehen, also sich Gedanken zu machen, Zero Waste City zu werden. Wir werden aber jetzt nicht verschwinden. Wir bleiben noch dabei, wir werden die Stadt begleiten. One interesting idea for Zero Waste Kiel is the pay-as-you-throw scheme. You pay for the amount of waste you generate. The Zero Waste Association is advising the city, how it can reach targets like this by the year 2035. Das sind kleine Schritte, die da so große Effekt machen können. Also für uns in Kiel das zu machen, ich denke, das ist ja auch ein schönes Image für die Stadt, für die Bewohner, also Identifizierung auch. Oh, wir sind in einer Stadt, der das macht oder mindestens die sich die Mühe gibt, dann etwas zu verändern. Also das hat für mich, hoffe ich, einen Multiplikatoreneffekt. Wir müssen jetzt reagieren und agieren. In 15 years, maybe not everyone will be producing as little waste as the de la Perrière family, but every little step in that direction helps.